sechs schlechtesten Hauptstädte im Fußball. Wenn ich jetzt mal so überlegen müsste, ne, was sind die sechs schlechtesten Hauptstädte im Fußball, ist natürlich die Frage, ob er jetzt weltweit meint. Mir würden zum Beispiel einfallen, Deutschland würde ich vielleicht gar nicht nehmen, ne, also, aber auch hier muss man sagen, Berlin von den Fußballclubs ja auch, wenn jetzt Union die letzten Jahre echt gut ist. Wenn man mal überlegt, wie groß Berlin ist, wie viel Potenzial da eigentlich drinsteckt in dieser Stadt, ist echt Berlin schon einer der Hauptstädte, wo ich sage, die haben mit die enttäuschendste Ausbeute, ne? In Italien, Roma, Lazio ist noch okay, ne? Aber auch nicht so krass. England ist natürlich super krass mit London, ne? Mit Arsenal, Tottenham, Chelsea, dann noch Fulham, Crystal Palace und Co. Dann hast du Madrid mit Atletico und Real natürlich in Spanien, Portugal, Lissabon. Was ich mir vorstellen könnte, vielleicht die Türkei mit bei. Ne? Ankara hat keine guten Fußballclubs. Da sind ja eher die Istanbuler vorne. Lass mich mal überlegen. Gut, Niederlagen der Ajax. Aber ja, gut. Gehen wir mal rein. Wir gucken mal. Wir gucken mal, welche Teams hier mit dabei sind. Welche sechs Hauptstädte. Ich bin mal gespannt. Aber gut, gehen wir rein in dieses Video. Des Fußballs sind Hauptstädte oft mit Top-Clubs assoziiert, die den nationalen und internationalen Wettbewerben dominieren. Denk beispielsweise an Buenos Aires, London, Madrid, Moskau oder an der Hauptstadt Bangladesch, Dhaka, wo 10 von 11 Erstligisten nur aus dieser Stadt stammen. Das ist krass. Also 10 Erstligisten aus einer Stadt ist schon sehr, sehr krass, ne? Doch es gibt auch Hauptstädte, die keine oder nur wenige nationale Top-Clubs haben und ihre Fußballgeschichte ist vielleicht nicht so glanzvoll wie bei den anderen. Einige Hauptstädte haben nur wenige Vereine, die auf höchster nationaler Ebene spielen und manche sind noch nicht einmal in der höchsten Spielklasse vertreten. In diesem Video geht es um sechs Hauptstädte ohne Top-Club. Nummer 6, Ankara. Ja, habe ich vorhin auch genannt, ne? Die haben halt wirklich gar nichts, ne? Du hast Trabzon, du hast, keine Ahnung, die drei Istanbuler Vereine, du hast Başakşehir hier, die kommen ja auch aus Istanbul, oder? Doch, ja. Du hattest Bursaspor, die mal ein bisschen besser waren und so weiter und so fort, ne? Antalya, aber du hast halt gar nichts in Ankara, ne? Crazy. Ankara ist die Hauptstadt der Türkei und befindet sich im asiatischen Teil des Landes. Gehe Die ich von aus Stadt hat eine Magnesium? Einwohnerzahl von 5,6 Millionen Menschen und ist damit nur die zweitgrößte Stadt des Landes nach Istanbul. Dennoch wurde Ankara 1923 zur Hauptstadt der Türkei ernannt, da sie geografisch günstig in der Mitte des Landes liegt und somit eine bessere Kontrolle über die verschiedenen Regionen ermöglicht. Auch wenn Ankara sich als türkische Hauptstadt in der Geschichte und der Politik etablieren konnte, sieht es im Fußball ganz anders aus. Während Istanbul aktuell 8 türkische Erstligisten vorweisen kann. Auch krass, ne? 8 Stück tatsächlich. 8 Erstligisten aus Istanbul, aber gut, waren ja auch fast 60 Millionen Einwohner, ne? Also 16, nicht 60. Ist MKE Ankara Gücü der einzige Verein aus der Hauptstadt, der noch in der Super League spielt. Früher spielten mehrere Vereine aus Ankara in der ersten Liga und konnten sogar nationale Titel erringen. Türkischer Meister wurde zwar bisher keiner, aber dafür wurde Gençlerbirliği zweimal und Ankara Gücü ebenfalls zweimal türkischer Pokalsieger. Auch nahm bereits Verein aus Ankara am internationalen Geschäft teil, zuletzt Osmanlıspor 2016-17. Nummer 5, Edinburgh. Krass, ist Glasgow gar nicht die Hauptstadt von Schottland? Fail, Alter. 5. Edinburgh. Ich muss sagen, ich habe Glasgow immer so als Hauptstadt von Schottland im Kopf gehabt. Ich bin eigentlich ja gar nicht so schlecht geografisch, aber das schockiert mich gerade. Crazy. Okay, wieder was gelernt. Da merkt man YouTube schauen, da lernt man was, ne? Edinburgh ist die Hauptstadt des britischen Landesteils Schottland und ist mit einer Einwohnerzahl von etwa 500.000 Menschen die zweitgrößte Stadt des Landes. Obwohl Glasgow mit 630.000 Einwohnern die größte Stadt Schottlands ist, wurde Edinburgh aufgrund seiner historischen und kulturellen Bedeutung als Hauptstadt gewählt. Während Vereine aus Glasgow oder Aberdeen sowohl national als auch international Erfolge feiern konnte, sieht es in der schottischen Hauptstadt eher mager aus. Hibernian FC und Heart of Midlothian sind die einzigen Vereine aus der Hauptstadt, die aktuell in der ersten schottischen Liga spielen. In der Geschichte wurde Hibs FC insgesamt viermal schottischer Meister und dreimal schottischer Pokalsieger und Heart of Midlothian viermal Meister und achtmal Pokalsieger. Naja, das ist ja aber jetzt nicht so schlecht, ne, muss man sagen. Also so schlecht ist das denn ja gar nicht.
Auch mit St. Bernards FC hat Schottland einen weiteren Hauptstädterclub, der mal schottischer Pokalsieger wurde. Auch wenn das erstmal positiv klingt, muss man bedenken, dass seit 1960 kein Verein mehr aus Edinburgh schottischer Meister wurde und dass man aufgrund der Dominanz der beiden Glasgow-Clubs da absolut keine Chance hat. Komisch, wenn man überlegt, dass der Fußball in Edinburgh begann. 1824, vor 198 Jahren, wurde der Football Club of Edinburgh gegründet, der erste dokumentierte Fußballverein der Welt. Im Jahr 1841 wurde der Verein allerdings aufgelöst, weshalb sie den Titel als ältester Fußballverein in der Geschichte an den FC Sheffield verloren. Sollte euch das Video bis hierhin gefallen haben, dann würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, um keine Videos wie dieses hier zu verpassen. Nummer 4, Berlin. Ja, da muss man die schon mit reinnehmen. Ne? Einfach aufgrund dessen, dass du wirklich sagst, okay, Berlin hat halt maximal viel Potenzial. Ne? Überleg mal, was für eine Metropole Berlin ist. Im wirtschaftsstärksten Land Europas, ne? In einem der wirtschaftsstärksten Länder der Welt. Und du hast halt in Berlin mit der Hertha einen kompletten Scheißclub, um es jetzt mal hart zu sagen. Ne? Sorry an alle Hertha-Fans, die jetzt eher Richtung Liga 2 sind, als irgendwie... Keine Ahnung, erfolgreich zu sein. Und du hast jetzt klar die letzten 2-3 Jahre Union Berlin, die einen schönen Aufschwung haben. Aber auch geschichtlich betrachtet ist Berlin ja wirklich ein Witz, ne? Also, das ist ja gar nichts, ne? Wenn man überlegt, was Bremen alles so erreicht hat, ne? Von so Vereinen wie Hamburg früher mal, ne? Oder Bayern, Dortmund, Schalke und Co. nicht zu sprechen. Das ist einfach Wahnsinn, wie schlecht und wie wenig eigentlich in Berlin ging, ne? Berlin ist mit einer Einwohnerzahl von 3,6 Millionen Menschen die größte Stadt der Bundesrepublik und seit 1990 die offizielle Hauptstadt des wiedervereinten Deutschland. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa wurde die Stadt Berlin in 4 Besatzungszonen eingeteilt, aus denen während des Kalten Krieges West- und Ost-Berlin wurden. Vor Teilung der Stadt war Berlin die Hauptstadt des Deutschen Reiches und spielte eine wichtige Rolle in der deutschen Geschichte. Die der Deutschen liebsten Sportart, Fußball, haben hier lange Tradition. Am 5. Mai 1885 wurde in Berlin der BFC Frankfurt gegründet, der mit 138 Jahren der älteste jemals gegründete Fußballclub Deutschlands ist. Da der Verein sich im Laufe der Geschichte aufgelöst hat, gilt der am 15. April 1888 gegründete BFC Germania Berlin als der älteste noch bestehende deutsche Fußballverein. Zu den Anfangszeiten des deutschen Fußballs galten die Mannschaften aus Berlin als die besten des Landes. Berliner Fußballclubs gewannen einige Meisterschaften. Durch die Teilung der Stadt verschwand die Dominanz der Berliner und dies blieb auch lange nach der Wiedervereinigung. Während der Westberliner Verein Hertha BSC sich inzwischen in der höchst professionellen Fußball-Bundesliga etabliert hat, konnten dies Clubs aus Ostberlin wie BFC Dynamo, 1. FC Union Berlin oder SC Lichtenberg nicht. Ja, er wird es jetzt gleich korrigieren, ne? Inzwischen Union ja schon. 2019 ist mit Union Berlin erstmals ein Verein aus Ost-Berlin in die Bundesliga aufgestiegen. Und heute spielt dieser international und war zeitweise am Meisterschaftskampf in der Bundesliga beteiligt, während Hertha BSC tief im Abstiegskampf steckt. Nummer 3, Luxemburg-Stadt. Ja, okay, komm. Das ist so ein winziges Land. Hätte ich jetzt vielleicht rausgelassen, um ehrlich zu sein. Da kannst du ja auch San Marino oder so einen Scheiß nehmen. Das ist so ein winziges Land. Aber komm, gucken wir trotzdem. Stadt Luxemburg ist der kreative Name der offiziellen Hauptstadt des Großherzogtums Luxemburg, die mit einer Einwohnerzahl von 124.500 die größte des Landes ist. Obwohl die Stadt relativ klein ist, ist Luxemburg City ein wichtiger Finanzplatz und Sitz vieler europäischer Institutionen, einschließlich des Europäischen Gerichtshofs und des Europäischen Rechnungshofs. Auch wenn Luxemburg dafür eine große Nummer in Europa ist, sieht es im Fußball für die Hauptstadt ganz anders aus. Seitdem FC Avenir Begen im Jahr 1994 luxemburgischer Meister wurde, hat es kein Team aus der Hauptstadt mehr geschafft, die luxemburgische Meisterschaft zu gewinnen. Doch nicht nur in der Meisterschaft, sondern allgemein in der luxemburgischen ersten Liga sind die Vereine aus der Hauptstadt unterrepräsentiert. Nach dem Abstieg von FC RM haben Benfica 2021 einfach Benfica-Fake, ey. FCRM Hamm Benfica. Logo auch noch so ähnlich, ne? Gehe ich mal stark von aus von portugiesischen Einwanderern, oder? 2022 ist der RFC Union Luxemburg als einziger Hauptstädter-Club in der obersten Spielklasse. Aber mir gefällt das Logo, muss ich sagen. Das Logo gefällt mir irgendwie.
Luxemburgs vertreten. In der Saison 2014-15 sogar kein einziger. Während früher Mannschaften aus der Hauptstadt die luxemburgische Liga dominiert haben, gewinnen sie seit fast über 30 Jahren keinen Blumentopf mehr. Die Gründe sind verschieden. In den letzten Jahrzehnten wurde die Konkurrenz aus den anderen luxemburgischen Städten F91 Düdelingen, Zürft Hesperingen, Fola Esch oder Jolnese Esch immer größer. Auch die Fusion von RFC Union Luxemburg, an denen 2005 mehrere bekannte Vereine aus der Stadt beteiligt waren, und der Absturz des FC Avenir Begen 2009 führte dazu, dass die Anzahl der Erstligisten aus der Hauptstadt schrumpfte. Nummer 2. Bonn. Ja, okay. Ja, also er hat bisher ja immer aktuelle Sachen genommen, ne? Weil er ja auch Mannschaften, die schon mal erfolgreich waren, dann wieder trotzdem in die Liste genommen hat. Bonn ist keine Hauptstadt mehr, come on. Da könntest du ja historisch keine Ahnung was machen, ne? Da könntest du ja historisch tausende Städte jetzt nehmen. Hätte ich jetzt nicht mit reingenommen, come on. Bonn ist schon ewig keine Hauptstadt mehr, ne? Seit 1990. Nee. Ach. Bonn ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen und mit 327.200 Einwohnern für eine Hauptstadt relativ klein. In der Zeit von 1949 bis 1990 war dies allerdings die provisorische Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, da Berlin durch die Teilung Deutschlands nicht als Hauptstadt genutzt werden konnte. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 wurde Berlin wieder Hauptstadt und Bonn war nur noch als Bundesstadt bekannt. Bis zur Saison 1990-91 spielte nie ein Verein aus einer deutschen Hauptstadt in der ersten Fußball-Bundesliga. Dies liegt daran, dass Bonn als Hauptstadt der Bundesrepublik nie einen Bundesligisten stellte. Erst in der Saison 1990-91 spielte mit Hertha BSC erstmals ein Hauptstadtclub in der Bundesliga. Davor gehörte dem Bonner SC der Titel des besten Hauptstadtclubs Deutschlands und diesen hatte mit ein paar kurzen Auftritten in der zweiten Liga nicht besonders gut geehrt. Aktuell spielt der Bonner Sportclub nur noch in der Oberliga, der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands. Bevor schon hart, ne? Wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es ein paar lobenswerte Erwähnungen. Ottawa in der MLS, Canberra in Australien, Oslo in Norwegen, Chișinău in Moldawien, New Delhi in Indien und Jerusalem in Israel. Dann hätte ich wenigstens das hier genommen mit Jerusalem, ne? Das wäre nochmal interessanter gewesen als Bonn, um ehrlich zu sein. Yeah. Nummer 1, Brasilia. Oh, stimmt. Stimmt. Brasilia ist eine Stadt in der Föderativen Republik Brasilien und ist mit einer Einwohnerzahl von etwa 3 Millionen Menschen nur die drittgrößte Stadt des Landes. Früher war Rio de Janeiro die Hauptstadt Brasiliens, bis die Regierung beschloss, eine neue Hauptstadt in Zentralbrasilien zu errichten. Brasilia wurde innerhalb von nur 4 Jahren gebaut und ist heute eine der jüngsten Hauptstädte der Welt. Dies ist jedoch zum Nachteil des Fußballs in Brasiliens Hauptstadt. Viele brasilianische Topclubs wie Flamengo, FC Santos oder Vasco da Gama wurden schon lange vor der Erbauung der neuen Hauptstadt Brasiliens gegründet und haben sich davor bereits in der höchsten brasilianischen Liga etabliert. Das erschwerte das Ganze und es dauerte, bis Vereine aus der Hauptstadt einen Fuß im brasilianischen Profifußball setzen konnten. 1998 stieg mit dem SE Gama der erste Verein aus Brasilia in die Serie A auf, gefolgt von Brasiliense FC 2004. Heutzutage spielt kein Verein aus der Hauptstadt Brasilia höher als die vierte Liga und die aktuell höchste Ligazugehörigkeit haben Ceilândia EC und Brasiliense FC, die zurzeit sich in der Serie D der vierten Liga des Landes aufhalten. Wild eigentlich, ne? Wenn man überlegt, wie fußballverrückt die Brasilianer sind und dass du da eine Hauptstadt hast mit 3 Millionen Einwohnern. Also du hast eigentlich einen riesen möglichen Talentpool, ne? Dass da so wenig bei rumkommt, ist schon krass. Das war's auch mit diesem Ranking. Welche Stadt hat euch persönlich am meisten enttäuscht und welche habe ich eventuell vergessen? Ja, mich am meisten enttäuscht hat auf jeden Fall Bonn, weil die gehört da nicht rein. Und Brasilia war schon die größte Überraschung, würde ich sagen. In Brasilien, eine Hauptstadt mit so vielen Leuten, mit so vielen Menschen, mit so vielen Verrückten, war schon die größte Überraschung auf jeden Fall. Ankara hatte ich ja vorhin schon genannt, ne, ganz am Anfang. Damit konnte man rechnen, weil da ist einfach auch nicht viel los. Aber ja, ne, es ist schon manchmal verrückt, wenn man überlegt, wie so wirklich winzige Orte, ne, oder teilweise sogar Stadtteile, ne, beispielsweise jetzt San Pauli oder Chievo bei Verona, ne,
wie die sogar, sag ich mal, relativ hochklassigen Fußball spielen können. Und dann gibt es Hauptstädte, wo einfach weniger geht als gefühlt in bei anderen Städten, wo nur ein Viertel vertreten ist. Ne? Manchmal ist das schon verrückt.